Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge. Und zwar geht es heute darum, woraus besteht denn eigentlich die Armee Mordors? Das ist mal wieder ein ganz neues Videoformat, mal was Neues, bin ich der Meinung. Denn hier geht es darum, welche Soldaten hatte denn eigentlich Mordor gehabt? Alles, ne? Es gibt ja noch verschiedene andere Völker, aber ich habe gedacht, machen wir erstmal Mordor, weil das ist so ein Volk, das ist eigentlich auch ein, ja, ich bin der Meinung, sehr interessant. Und ich glaube, nicht jeder weiß, was da so los war und was dort für eine militärische Streitmacht so regelrecht auf einen wartete. Ich kann schon mal vorneweg sagen, Mordor war ziemlich vielfältig ausgebaut und ziemlich gigantisch so an sich. Und ja, ich sag mal so, schwach sind sie nicht. Man kann zwar sagen, ja, Orks sind keine Meisterleistung. Gebe ich zu, Orks sind wirklich keine Meisterleistung. Aber dennoch hatte Mordor noch einen anderen Ass im Ärmel gehabt. Aber kommen wir erstmal zum zweiten Zeitalter. Im zweiten Zeitalter hatte Sauron auch schon eine große Armee gehabt, bestehend aus der größten Zahl von Orks natürlich, die er heute noch im dritten Zeitalter sozusagen benutzt. Und natürlich auch noch die bevorzugten Trolle. Ja, Trolle werden gefeiert ohne Ende, Sauron benutzt sie immer und eigentlich ist es auch keine schlechte Idee, denn sie sind groß und können viele Leute umbringen, sage ich mal so. Doch im zweiten Zeitalter hatten sie noch andere Diener gehabt, zum Beispiel schwarze Numenore. Das waren so damals nur normale Numenore, die haben sich aber Sauron angeschlossen und wurden dann die schwarzen Numenore genannt sozusagen und haben dann Sauron ewige Treue geschworen, sag ich mal so. Auch die Ringe der Macht, also die neuen Könige der Menschen, die wurden zu untoten Dienern von Sauron und die sozusagen die Nazgûle. Und deswegen hat Sauron da wieder einen sehr, sehr mächtigen, ja, sag mal so, Verbündeten bekommen, denn die Nazgûle sind mächtig, sage ich mal so. Denn sie dienen als Heerführer und Vollstrecker und deswegen, da hat es auch im Wesentlichen die Arbeit für sich allein, sage ich mal so. So, dann im dritten Zeitalter wurde seine Armee aber vielfältiger. Er hat nämlich nachgedacht, aha, ich habe einen Fehler gemacht damals beim letzten Bündnis, mir haben die Soldaten eindeutig gefehlt. Und Sauron hat deswegen gedacht, investiere ich alles in die militärische Streitmacht und das hat er auch dann gemacht. Denn er hat alles so zusammengekratzt, was eigentlich geht. Denn im dritten Zeitalter verführte Sauron viele Runenmenschen oder Khand- und Harad-Menschen, sage ich mal so. Also die, die im östlichen und südlichen Ländern leben, die wurden alle an den, also an Saurons Willen dran gebunden. Vor allem die Khand-Menschen, die waren die, die eigentlich Sauron schon immer vergöttert haben und Melkor natürlich auch. Und deswegen haben sie Sauron auch gleich gedient. Die Hunsoldaten nennt man natürlich auch, ja, Ostlinge. Und deswegen hatte Sauron schon mal wenigstens ein paar Menschen drin gehabt in seiner militärischen Macht, denn das bringt ihn ja ein paar Vorteile. Durch die Haradrin hat er nämlich die Mumakühl bekommen, das sind riesige Elefanten, also die Olifanten, kann man sagen. Ne, da hat Sauron sozusagen einen ziemlich starken Punkt bekommen, denn die Olifanten sind sehr mächtig und können sogar mehr austeilen als ein einfacher Troll. Gut, ein Mumakühl ist ja auch deutlich größer als ein Troll, sagen wir mal ganz ehrlich. So, dann hat er einen neuen Diener bekommen, und zwar Saurons Mund, einen neuen Feldherr, der einiges auf dem Kasten hat, der der dunklen Hexerei mächtig ist und der Sauron über alles dient und eigentlich auf den Verderb und also richtig aufs Verderben gedeiht, kann man schon bald sagen. Und deswegen ein neuer Diener. Das merkt man halt, dass die Menschen schnell gemerkt haben, also die, sagen wir mal Gondor und Rohan, dass Mordor sich ziemlich ausgebaut hat, denn die haben immer noch schwarze Numenore dabei, dann die Harad-Soldaten, die Khand-Soldaten und die Ostlinge, also die Runensoldaten und halt wieder die Standard-Orks und Trolle. Es gibt natürlich verschiedene Orks, und zwar einmal die Morgul-Orks, die sind, naja, ein bisschen anders aufgebaut gegenüber den, ich sag mal so, den anderen Orks von Mordor oder von Dul Guldur, sag ich mal. Es gibt natürlich auch noch die Gundabad-Orks, die haben aber alle unterschiedliche Stärken und Schwächen, sag ich mal so. Und dann müssen wir halt noch sehen, die Trolle sind auch noch dabei und die haben sie auch abgequältet zu den Olokaien, kann man sagen, ne? Deswegen, also Upgrade der Trolle war auch dabei. Dann können wir ja mal gucken, wie das ist. Anführer von diesem ganzen Streitmachtskram war Sauron, die Nazgûle und Saurons Mund. So, dann haben sie natürlich die Untergebenen Saurons, sag ich mal, erschaffenen Wesen, die Sauron auch erschaffen hat, und zwar die Orks und die Uruk-hai mit den Bilvis-Menschen gekreuzt sozusagen. Also haben sie da auch, sag ich mal, einiges vorhanden, denn größtenteils benutzen sie ja Orks. Dann haben sie noch Verbündete, das sind die schwarzen Numenore, also das waren damals Menschen aus Numenor, die Haradrim, die Ostlinge, die Variags und die Korsaren, die sind auch dazugekommen von Umbar, also das Piratenvolk oder das Piratenpack, wie es im Film gesagt wird. Außerdem haben sie noch Tiere an ihrer Seite, und zwar Olifanten und geflügelte Untiere.
So, dann ist ja alles unter einem Banner versammelt. Also wenn man sich das mal vorstellt, was Mordor so alles unter einem Dach hat, das ist Wahnsinn, finde ich. Also das hätte ich nie gedacht, dass Sauron so komplex ist mit seinem Machtausbau, sage ich mal so. Das ist einfach nur toll gemacht, finde ich gut. Und jetzt wisst ihr auch mal, wie das so aufgebaut ist. Also da wurden nicht nur Orks geschickt, da wurden auch Menschen sozusagen geschickt. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bin bei Instagram, Facebook, Vidme, Twitter und ja, das war es eigentlich auch schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr liken würdet, abonnieren, das wäre richtig klasse von euch. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss und bis bald.